Vielen Dank, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. Ich beginne mit dem Dank und stelle den Dank an Herrn Verheijken vorneweg, weil Ihre Frustrationstoleranz, die Sie wieder einmal bewiesen haben, war bewundernswert. Also vielen Dank. Vielen Dank auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Hauptausschussbüros und natürlich auch den Kolleginnen und Kollegen der Senatsfinanzverwaltung für die vielen, vielen Stunden, die Sie die Haushaltsberatungen vor- und nachbereitet, aber eben auch begleitet haben. Es war sicherlich nicht immer einfach auszuhalten. Ich will aber auch eine Kritik loswerden in die Richtung von SPD und CDU. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, Sie haben es mitunter schon an parlamentarischem Anstand fehlen lassen. Immer dann, wenn wir zu Ihren eigenen Anträgen Nachfragen gestellt haben, haben Sie uns die Antwort oder sind Sie uns die Antwort schuldig geblieben? Aber keine Antwort ist ja auch eine Antwort. Aber zu den Haushaltsberatungen an sich. In diesem Jahr haben wir eine deutlich andere Ausgangslage. Der Haushalt ist ein Stück weit in der Realität angekommen. Er enthält die Steuerschätzung vom Mai und die höheren Einnahmen aus der wachsenden Stadt, darüber hinaus die Minderausgaben aus den Zinsen. Dadurch sind die Spielräume im Haushalt deutlich gewachsen. Seit Jahren hat Berlin stabile Einnahmen und auch keine neuen Schulden. Doch wieder macht diese Koalition nichts aus diesem Spielraum. Sie feiern sich für die Erhöhung der Investitionsplafonds von 1,4 Milliarden auf 1,7 Milliarden Euro. Aber diese Erhöhung soll offenbar bis mindestens 2020 auf diesem Niveau fortgeschrieben werden. Das ist real eine Absenkung der Investitionsquote. Quelle für diese Mehrausgaben sind unter anderem das Kommunalinvestitionsförderprogramm und das Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung. Damit relativiert sich der Beitrag des Landes deutlich. Hauptanteil der investiven Mehrausgaben sind Darlehen für die Fertigstellung des BER sowie Mehrkosten für die Staatsoper. Und damit ist ein Großteil der höheren Investitionen bereits aufgebraucht. Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur finden faktisch nicht statt. In der Blackbox SIVA sind von den 496 Millionen Euro bisher, Herr Schneider, ganz präzise 47 Millionen Euro laut dem letzten Protokoll der Lenkungsgruppe ausgegeben. Und aus den Jahresüberschüssen 2015 sollen weitere 243 Millionen Euro in SIVA II fließen. Und im jetzt vorliegenden Haushaltsplan ist bereits SIVA III angekündigt. Wem wollen Sie denn hier etwas vorgaukeln? Ist das Füllhorn nur wieder für das Wahljahr vorgesehen? Und was passiert dann mit den immer noch nicht ausgegebenen und verbrauchten Investitionsmitteln? Man muss ja fast fragen, ob Sie die überhaupt ausgeben wollen oder können. Sie, verehrte Damen und Herren von SPD und CDU, Sie haben es einfach wieder verschlafen. Es ist Zeit für eine andere, für eine nachhaltige und kontinuierliche Investitionsstrategie. Und wir haben Ihnen gezeigt, wie es gehen könnte, ohne den Haushalt mit Neuverschuldung zu belasten, wie Sie ja immer wieder als Mehr vor sich hertragen. Drei Viertel des Volumens in unseren Änderungsanträgen beziehen sich auf Investitionen. Wir wollten eine deutlich höhere Wohnraumförderung für alle Bedarfsgruppen, nicht nur für die Flüchtlinge, sondern für alle Menschen. Und wir wollen hier keinen gegeneinander ausspielen. Wir wollten die Ausweitung der Krankenhausförderung, speziell für die Sanierung des Krankenhauses Neukölln. Für eine tatsächliche Rekommunalisierung wollten wir einen deutlichen Zuschuss an die Berliner Wasserbetriebe zur Eigenkapitalausstattung der Berliner Stadtwerke. Auch die Ausweitung der bezirklichen Schul- und Sportanlagen-Sanierungsprogramme haben wir vorgeschlagen, ebenso wie weitere Investitionen in den Ausbau von Kita und Schule, in Brücken, in die Fahrradinfrastruktur, in Berlin Energie. Ein zweiter Nachtragshaushalt 2015, Herr Schneider, hätte weitere Spielräume eröffnet. Aber in der Ihnen üblichen Manier haben Sie ja alle unsere Anträge abgelehnt. Aber all das mehr Geld nützt zudem nur wenig, wenn nicht zugleich die personellen Voraussetzungen für die Planung und Realisierung der Investitionen
geschaffen werden. Aber auch hier haben Sie statt mit einer dringend notwendigen Strategie für Investitionen in das Personal, sehr verehrte Damen und Herren, wieder nur mit Ihrer fast schon legendären Gießkanne reagiert. Überhaupt scheint die Gießkanne ja das Symbol Ihrer Regierungsunfähigkeit geworden zu sein. Unsere Forderung, die Zielzahl von 100.000 VZS so schnell wie möglich aufzugeben, scheint ja inzwischen allgemeingut geworden zu sein. Die Zielvereinbarungen mit den Bezirken gelten jedoch immer noch weiter. Fast alles von dem, was nun schrittweise tatsächlich eingeführt wird, fordern wir seit 2012. Die unbefristete Übernahme der Auszubildenden, ein berlinweites Bewerbungsportal, Doppelfinanzierungen zur Ausgestaltung des Wissenstransfers, die Anerkennung von Mehrbedarfen wegen zusätzlicher Aufgaben in einer wachsenden Stadt. Können Sie nachlesen, steht auf unserer Internetseite. Aber noch immer gibt es kein strategisches und nachhaltiges Personalkonzept, das sich an der stetig verändernden und wachsenden Stadt orientiert. Das Problem verschiebt sich inzwischen von fehlendem Geld zu fehlenden Fachkräften. Inzwischen haben Sie ja die Probleme wenigstens zum Teil erkannt. Aber Sie haben noch immer kein Konzept, sie zu beheben. Und Personalgewinnung und Entwicklung wird noch immer dezentral gesteuert und kontrolliert. Wir bleiben bei unserer Auffassung, dass die Besoldungsanpassung in schnelleren Schritten als jährlich 0,5% zum Bundesdurchschnitt passieren muss. Das ist ein Versprechen von Rot-Rot, also auch von Ihnen, verehrte Kolleginnen und Kollegen der SPD. Auskömmliche Fortbildungsbudgets müssen gebildet werden. Die verpflichtenden Ansätze für Personal- und Organisationsmanagement sind eben nur ein bescheidener Anfang. Auch das Thema Prämienregelung für Tarifbeschäftigte darf kein Tabu mehr sein. Brandenburg macht's vor. Und auch wenn ich mich wiederhole, die Zielvereinbarungen mit den Bezirken zum Personalabbau müssen endlich aufgehoben werden. In den Haushaltsberatungen im Personalausschuss wurde das Versagen der Koalitionsfraktionen überdeutlich. In den Berichten verlangen die Verwaltungen mehr Stellen, mehr Personal, einen Einstieg in zukunftsorientierte Personalpolitik. Das ist bei der Innenverwaltung so, bei der Stadtentwicklung, beim Lageso. Aber es ist doch nicht zu fassen, dass diese Berichte von Ihnen zustimmend zur Kenntnis genommen werden und anschließend alle unsere Anträge kommentarlos abgelehnt werden. Und 5 Minuten vor der Angst kommt die Koalition mit ihrem Antrag zu den Stellen in den Bürgerämtern, wie Kai aus der Kiste. Auch wenn die 36 Stellen weniger als die Hälfte dessen sind, was die Fachleute gemeinsam mit dem Senat ausgearbeitet haben, ist es zumindest ein Schritt in die richtige Richtung. Doch diesen richtigen Schritt führen Sie sofort ab absurdum mit Ihrem Beschluss, wie die Bezirke das jetzt auch umsetzen sollen. Es ist schon fast eine Anmaßung, wenn Sie erst 2 Jahre dringendes Handeln verschlafen und dann ohne Beratung mit der Praxis vor Ort die Selbstgewissheit entwickeln, eine Lösung aus dem Hut zaubern zu können und gleichzeitig einen solchen Unsinn entwickeln. Hier teile ich ausgesprochen die Einschätzung Ihrer eigenen Kollegen vor Ort. Ja, reden Sie denn überhaupt noch miteinander oder haben Sie auch das schon nicht mehr nötig? Glauben Sie ernsthaft, dass die Freigabe der Termine für 6 Monate auch nur einen einzigen Termin mehr freigibt? Und wenn die Termine ausgebucht sind, machen wir einfach mehr Termine. Ja, wie absurd ist das denn? Und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die am Samstag arbeiten, haben das Recht auf mehr Freizeitausgleich. Ich gehe davon aus, Sie haben das in Ihrem genialen Plan schon mitbedacht. Sie sehen, selbst Wahlkampfgeschenke sollten gut durchdacht sein, sonst gehen Sie nach hinten los. Aber, Herr Schneider, nicht, dann sind ja wieder die Bezirke schuld. Und eines will ich noch sagen, auch weil Herr Esser das angesprochen hat, und das will ich nicht nur am Rande sagen. Wir haben ausschließlich Anträge gestellt, die durch Mehreinnahmen des Landes, Steuern und Erstattungen des Bundes oder der EU sowie eine Anhebung der Gewerbesteuer beziehungsweise durch Minderausgaben an anderer Stelle, also keine Ausweitung des Verfassungsschutzes, keine Fortsetzung der Pleitenpech- und Pannenserie im IT-Bereich oder eben auch kein Geld verbrennen in Werbegags der Senatskanzlei, gedeckt waren. An keiner Stelle
an keiner Stelle, wiederhole ich, haben wir eine Neuverschuldung vorgeschlagen. Etwas völlig anderes ist es, wenn wir sagen, dass eine Schuldentilgung angesichts des großen Sanierungsstaus in unserer Stadt volkswirtschaftlicher Unsinn ist. Und dabei bleiben wir auch.